Haselbacher. Ich bin am Department Soziales und dort verantwortlich für den Bachelorstudiengang und habe auch die Departmentleitung über. Mein Name ist Christina Engel-Unterberger, bin auch am Department Soziales der FH St. Pölten und bin dort verantwortlich für die Koordination von einem Modulbereich, der professionelle Entwicklung heißt. Ja, also jetzt gerade die Plenaraktion war eine Reise ins Jahr 2050, wo wir uns die Frage gestellt haben, wie das wohl wäre, wenn es keine Prüfungen mehr gibt. Prüfungen abgeschafft. Genau, das heißt, da sind die Teilnehmenden so in Dreiergruppen auf diese gedankliche Reise gegangen. Geordnet waren sie nach Schuhgrößen, also sie mussten darauf achten, dass sie mit Leuten zusammenreisen, die eine andere Schuhgröße haben als sie selbst. Und in diesem Gedankenspiel haben sie sich dann gefragt, was wäre gewonnen in einem System ohne Prüfungen, was würde verloren gehen in einem System ohne Prüfungen und was würde sie einfach sonst verändert haben. Und ich glaube, diese Gedankenreise war recht inspirierend und hat den Austausch definitiv befördert. Also was für mich überraschend war, so beim... Vor allem nach der ersten Runde, von wo die klassischen Prüfungen gefragt waren, war eigentlich, dass man nicht so sagen kann, gut oder schlecht oder das so werten kann, sondern dass alles irgendwie Vor- und Nachteile hat. Und was ich ein bisschen faszinierend gefunden habe, ist, dass gar nicht so sehr die Diskussion um die Gerechtigkeit hochgepoppt ist, weil normalerweise öfter habe ich die Erfahrung gemacht, dass Gerechtigkeit dann so ein Thema ist. Wie kann das gerecht sein, wenn es keine Prüfungen gibt? Jemand lernt und jemand lernt nicht. Und so, als hätte nicht das Lernen einen Sinn, sondern die Notengebung bestimmt, ob man was gelernt hat oder nicht. Und ich glaube, dass das auch sichtbar geworden ist, dass diese Fragen im Diskurs sind, also dass darüber diskutiert wird, was wir da eigentlich prüfen, wozu wir prüfen und dass wir Antworten auf diese Fragen haben sollten für uns selbst als Lehrende, aber auch gegenüber den Studierenden, um diesen Zweck und den Sinn einfach auch darlegen zu können. Ich? Ja! Komm, ich mach's mit! Ja! 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 Ja, ich, ja, komm schnell.